herzlich willkommen hier am Planterhof bei den Züchtungsprojekten. Wir stellen hier den Swiss Index vor. Ja, den Gesamtzuchtwert SWI Monetär, den haben wir entwickelt, weil die IG Neue Schweizer Kuh setzt sich ein für eine einfache Herde, die vor allem aus Grasland die Milch produziert, einfach zu führen ist und somit die Fitnesseigenschaften besonders wichtig sind. Der Swiss Index Monetär ist ein Instrument für die Schweizer Viehzüchter, damit sie in ihren jeweiligen Rassen den besten Stier finden, welcher in der nächsten Generation den größten wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Das heißt, wir haben einen Index kreiert, der dem Bauern genau sagt, wie viel Geld er eigentlich pro Laktation mehr erwarten kann von den jeweiligen Töchtern. Und das Wichtige ist jetzt, dass die Gewichtung eben anders ist als beim Gesamtzuchtwert, den die Zuchtorganisationen herausgeben. Im Wesentlichen wird die Milchleistung weniger gewichtet und halt die Größe ganz stark negativ gewichtet und die funktionalen Gesundheitsmerkmale, Fruchtbarkeit, werden ganz stark gewichtet. Wir haben uns vom EBI, das ist der Economic Breeding Index von Irland, inspirieren lassen. Mit Hilfe des Wiesenmilch Plus Projekts konnten wir dann die Daten erheben, um es wirtschaftlich auf die Schweiz abzustellen. Hannes Jörg von der Havel hat dort die Federführung gehabt und hat anhand von Daten aus 37 Milchviehbetrieben mit über 7000 Kuhjahren die Daten ausgewertet und so die Indexgrößen dann errechnet. Wer Mitglied ist von IG Neue Schweizer Kuh, kann über die Webseite im internen Bereich eine Excel-Liste herunterladen und dort relativ einfach für seine Herde den SWI für jedes Tier rechnen. Ja, die Umsetzung in der Praxis ist unterschiedlich. Für uns erfreulich ist, dass vor allem von der Bio-Seite her ein grosses Interesse ist. Also ich finde den Swiss Index eine sehr gute Variante als Zuchtwert, weil die Fitnesswerte werden ja ganz stark berücksichtigen. Also das heißt eine gute Nutzungsdauer, eine gute Fruchtbarkeit und vor allem ganz, ganz gute Zellzahlen. Also von mir aus gesehen ist es für die Vollweidebetriebe oder für die Biolandwirte ist es sicher eine sehr große Hilfe, wenn Sie das einmal anschauen und näher betrachten, weil es geht wirklich in unsere Richtung. Also unsere Erfahrungen mit dem SWI sind, dass wir bis jetzt wirklich sehr gute Übereinstimmung haben auch mit dem Weidezuchtwert. Also wir haben anfänglich mit dem Weidezuchtwert und dem bisherigen Swiss Index gezüchtet und jetzt haben wir mit der Anpassung zum monetären Zuchtwert haben wir das überprüft und gesehen, dass wir da eigentlich jetzt auf dem richtigen Weg sind. Auch im Projekt Bio-Kabestiere schauen wir auf den Swiss Index natürlich. Der Swiss Index zeigt jetzt bei fast allen von den Stieren, die wir ausgewählt haben, dass sie im oberen Drittel sind von der ganzen Stierenpopulation ihrer Rasse. Das Hauptprodukt unserer IG, der IG Neue Schweizer Kuh, sind die Stierenlisten. Das heißt, wir machen jedes Mal, wenn eine neue Zuchtwertschätzung kommt, machen wir neue Listen, in der wir diesen SWI berechnen und die Tiere entsprechend dem höchsten Wert rangieren. Die Stierenlisten sind zu finden auf swiss-kau-index.ch.